Mein Name ist Oliver Schmidt, ich bin Gründungsberater bei Profund Innovation, der Gründungsberatung der Freien Universität Berlin. Wir begleiten interessante Projekte, interessante Ideen, vorzugsweise aus der Forschung der FU an den Markt, überprüfen Ideen und bringen sie gemeinsam vorwärts. Gute Frage. Nachhaltigkeit ist ja ein großes und ein sehr breites Thema. Wir können Nachhaltigkeit beziehen auf die Dauer, auf den Erfolg eines Unternehmens. Das ist so die klassische Sichtweise. Was gehört also dazu, das Unternehmen aus der ersten chaotischen und wilden Phase zu führen in eine geordnete Positionierung, in der wir dann auch uns erfolgreich am Markt bewegen? Aber Nachhaltigkeit fragt eben nicht nur nach dem Geld, sondern auch nach sozialen Auswirkungen, also gesellschaftlichen Auswirkungen, die unser Geschäftsmodell auf unsere Umgebung hat und auch die ökologischen Auswirkungen. Das ist nichts, was man heutzutage noch erklären muss. Jeder weiß, worüber wir da reden. Klimawandel, gesellschaftlicher Impact, all das ist etwas, was die Menschen bewegt. Und für Gründerinnen und Gründer bedeutet das, dass wir diesen Aspekt auch nutzen können, um unser Geschäftsmodell nochmal besser zu transportieren und anderen Menschen zu erklären, welche Wirkung die Teilnahme an unserem Geschäft haben kann. Das ist der Pre-Summit Workshop Impact und Sustainability. Also wir laden Gründerinnen und Gründer oder auch Menschen, die Ideen haben in einem ganz ersten Stadium, ein, diese Idee gemeinsam mit uns und gemeinsam mit anderen Teilnehmenden zu entwickeln, einen Tag lang, bei uns in den Räumen von Profund am Vorabend oder Vortag des großen Entrepreneurship Summit, also an dem Freitag, dem 18. Oktober, arbeiten wir an diesen Ideen einen Tag lang mit den Tools, die wir zur Verfügung stellen, die wir erklären. Und diese ausgearbeiteten Ideen oder Prototypen, die präsentieren wir dann am Samstag auf dem Entrepreneurship Summit und versuchen da mit dem Publikum, mal gucken, wer dann da im Raum sitzt, auch noch ein bisschen zusammenzubringen, zu matchen. Wir haben uns da ein lustiges Setting auch ausgedacht, dass man gut in den Austausch kommt, fachlich, aber auch menschlich mit Spaß. Mir fallen wenige Gründe ein, weshalb man wegbleiben könnte. Das ist ja nun die Leitveranstaltung für Menschen mit Projektideen, mit Gründungsabsichten, aber überhaupt für Menschen, es gibt ja immer auch so eine soziale und eine emotionale Ebene, also Menschen, in denen es vibriert, weil sie etwas machen wollen, weil sie Einfluss nehmen wollen auf die Gesellschaft. Früher ist man in die Politik gegangen, ich habe das Gefühl, heute geht man ins Geschäftsleben, viele junge Leute machen das zumindest und versuchen dort etwas zu bewegen, erfolgreich zu sein für sich und für andere. Deshalb geht man auf den Entrepreneurship Summit, so ein bisschen um Gleichgesinnte zu treffen, und das ist etwas, was wir auch mit unserer Veranstaltung bezwecken, passt einfach super zusammen.